Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Der Schlaganfall ist in Deutschland Todesursache Nummer 2 für Patienten über 60 Jahre. Aber auch jüngere Menschen können einen Schlaganfall bekommen und das sogar dann, wenn sie vorher sehr gesund gelebt haben. Wie kann das sein? Es ist durchaus möglich, dass Sie ein Loch im Herzen haben, ein sogenanntes PFO, ein sogenanntes persistierendes Foramen ovale. Und wir sprechen jetzt darüber, worum es sich dabei genau handelt und wie dort die Therapie aussieht. Bei mir ist Professor Dr. Joachim Röther. Er ist Chefarzt der Neurologie an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Röther. Sagen Sie uns bitte, wir sprechen über den juvenilen Schlaganfall, den Schlaganfall bei jungen Menschen. Wie jung sind denn die, die Sie da meinen? Ja, das ist schon ein bisschen relativ. Also wir bezeichnen Patienten mit einem juvenilen Schlaganfall diejenigen, die nicht älter als 50 Jahre alt sind. Das ist aber bei einer Erkrankung, die normalerweise ein mittleres Alter von 70, 72 Jahren hat, natürlich in der Tat jung. Und natürlich überlegt man, wie kann denn so ein junger Patient eine Erkrankung haben, wo allgemein die Wahrnehmung ist, dass es eine Alterserkrankung sei. Ja, genau. Und das ist ja die Frage. Also das eine, was mir einfällt, ist, naja, der hat eben auch nicht gesund gelebt. Auf jeden Fall. Also wir machen leider die Erfahrung, dass die Gesamtschlaganfallrate eher in den Industrienationen sogar ein bisschen zurückgeht. Aber wir verzeichnen immer mehr junge Leute, also jünger als 50 Jahre alt, die Schlaganfalltypen erleiden, die wir ansonsten nur von Älteren kennen. Also mal ein Beispiel, der 40-jährige Diabetiker, der massives Übergewicht hat, der nie im Leben ein bisschen Sport betrieben hat, der sich ungesund ernährt, der noch dazu ein Päckchen Zigaretten am Tag raucht, der darf sich natürlich nicht wundern, dass er eine Verkalkung sowohl der großen als auch der kleinen Gefäße im Gehirn hat und dass das dann zu Schlaganfällen führen kann, wie man sie bei einem 70-, 80-Jährigen ansonsten finden würde. Ja, jetzt hatten Sie mir aber in unserem Gespräch, das wir ja mal geführt haben, erzählt von einem kerngesunden Ausdauersportler, Extremsportler, glaube ich sogar. Mögen Sie das nochmal erzählen, der, glaube ich, Triathlon machte? Oder? Ja, das gibt es leider auch. Es gibt eben, und das ist natürlich für die Menschen enttäuschend, die ihr Leben lang gesund gelebt haben, nicht geraucht haben, normalen Blutdruck haben, noch dazu sogar Leistungssport treiben, wenn solche Patienten so eine Alterserkrankung bekommen, in Anführungsstrichen. Und es war in der Tat ein Pärchen, 32 Jahre alt, die in der Schweiz an einem Triathlon teilgenommen haben, also nicht nur kerngesunde Leute, sondern extrem gesundheitsbewusste Leute, die wahnsinnig durchtrainiert waren und sportliche Höchstleistungen vollbracht haben. Und die mussten leider auf dem Rückweg im Zug enorm lange ausharren. Es gab so viele Probleme, die der Bahnreisende vielleicht kennt. Und es hat also weit über 12 Stunden gedauert, bis sie hier in Hamburg wieder angekommen sind. Und es war ein heißer Tag, sie haben wahrscheinlich zu wenig getrunken und haben viel gesessen. Und dabei hat es offensichtlich bei dem Triathleten eine Thrombose in einer Beinvene gegeben. Das muss nicht immer so ablaufen, dass man ein rotes Bein bekommt und Schmerzen im Bein. Das kann auch mal eine kleine Thrombose sein, die vollkommen unbemerkt sich entwickelt. Und bei diesem Patienten ist es so gewesen, dass er eben so ein PFO, ein persistierendes Foramen ovale, also letztendlich ein Loch zwischen dem rechten und dem linken Vorhof hat. Das haben immerhin 25% aller Menschen. Das ist viel. Das ist viel. Und deswegen ist dieses Blutgerinnsel eben von der Beinvene kommend vom rechten ins linke Herz und von dort aus ins Gehirn gespült worden und hat ihm dort einen Schlaganfall gemacht. Das heißt also, was wäre denn gewesen, wenn er das Loch nicht gehabt hätte? Ja, gute Frage. Dann hätte er wahrscheinlich eine stumme Lungenembolie bekommen. Wir wissen heutzutage, dass Lungenembolie ist etwas, wovor jeder Angst und Respekt hat. Ich auch, sehr, sehr zu Recht. Darunter versteht man ja, wenn ein richtig großes Blutgerinnsel die Lungenarterien verstopft und es dann zu einer schweren Funktionsstörung der Lunge kommt, an der man sterben kann. Mhm. Man weiß, dass bei Langstreckenflügen oder auch solchen Situationen, wie wir sie jetzt gerade bei unserem Triathleten besprochen haben, dass dort offensichtlich kleinere Blutgerinnsel in der Lunge hängen bleiben und die Lunge auch ein gewisses Filterorgan ist, wo diese Trompen hängen bleiben und sie werden dann von
dem Selbstverdauungssystem solcher Trompen im Blut einfach wieder aufgelöst, ohne dass man irgendwelche Symptome hat und auch ohne dass die Lunge irgendeinen Schaden nimmt. Aha, es hätte also gut gehen können, wenn er dieses Loch zwischen der linken und dem rechten Herzvorhof nicht gehabt hätte. Genau. Woher kommt so ein Loch einfach? Ja, ich sagte eben schon mal, 25% der Menschheit hat so ein Loch. Und es ist so, dass vor der Geburt ist dieses Loch eine ganz wichtige Verbindung im Herzen, wo das Blut, was über die Nabelschnur von der Mutter in das Kind kommt, verteilt wird und also das arterialisierte, mit Sauerstoff beladene Blut verteilt wird. Mit der Geburt ist das nicht mehr nötig, da wird die Nabelschnur abgeklemmt, das Kind fängt an zu atmen und das Herz pumpt das arterialisierte Blut ganz normal in den Körper hinein. Und es ist aber so, dass bei 25% dieses Loch, was vor der Geburt notwendig war, um überhaupt sich zu entwickeln und zu leben, nicht komplett verschlossen wird. Man darf sich das nicht unbedingt vorstellen, dass da so ein richtig großes, dickes Loch wäre, sondern es ist meistens so, dass da so zwei Schichten nicht richtig sich miteinander verklebt haben. Es ist also eine Lücke zwischen zwei Schichten. Ja. Diese Lücke kann aber ausreichen, um eben solch ein Blutgerinnsel hindurchzulassen. Jetzt ist es ja so, im Laufe des Lebens hört man ja, gehe häufiger mal zum Internisten, der soll mal Belastungs-EKG machen und so weiter. Der guckt sich dann auch das Herz an im Ultraschall. Der würde das vielleicht gar nicht sehen. Also in einem normalen Ultraschall würde man das nicht sehen, in der Klinik, wenn Patienten einen Schlaganfall hatten, juvenile Schlaganfallpatienten einen Schlaganfall hatten, dann gehört zum ganz normalen diagnostischen Programm eine sogenannte Schluck-Echo-Untersuchung. Das heißt, der Patient schluckt ähnlich wie bei einer Magenspiegelung eine spezielle Ultraschallsonde, nur dass jetzt nicht der Magen untersucht wird, sondern dass man von der Speiseröhre aus, die ja direkt hinter dem Herzen liegt, das Herz sehr gut untersuchen kann, und bei dieser Untersuchung kann man eben feststellen, ob der Patient solch ein PFO hat oder nicht. Aha, so jetzt haben wir also den Fall, ein junger Mensch, bei dem sich der Schlaganfall nicht auf andere Lebensumstände zurückführen lässt, aber der hatte ihn. Jetzt haben Sie diese Untersuchung gemacht mit diesem Schluck-Ultraschall und haben gesehen, da ist so ein Spalt oder so, da klebt die Tapete nicht ganz an der Wand, sagen wir mal so, und da kommt was durch. Was können Sie tun? Das ist ein sehr gutes Bild mit der Tapete an der Wand. Also zunächst mal muss man differenzieren, wie groß ist dieses Loch und wie viel Blut tritt denn wirklich vom rechten in das linke Herz über. Es gibt Patienten, bei denen ist es sehr klein und dieser Spalt öffnet sich erst dann, wenn die Patienten zum Beispiel ganz fest pressen. Da wäre man bei den meisten Patienten zumindest zurückhaltend mit einer Empfehlung, dieses Loch zu verschließen. Bei unserem Patienten, über den wir sprachen, ist es aber so, dass er schon, ohne dass er ein Pressmanöver durchgeführt hat, schon recht viel Blut übergetreten ist, ganz spontan. Das heißt, das ist eine Situation, wo man sich vorstellen kann, dass wenn solch ein Thrombus sich bildet und in das Herz gespült wird, die Wahrscheinlichkeit, dass er dann auch übertritt, eben sehr groß ist. Das heißt, bei solch einem Patienten würde man dann empfehlen, dass man, und man ist der Kardiologe, das ist eine spezialisierte Untersuchung, dass der Kardiologe dieses Loch mit einem Flicken verschließt. Ja, jetzt habe ich, bevor wir darauf nochmal zu sprechen kommen, zu diesem Flicken, der da ja auch schon auf dem Tisch liegt, wenn Sie sagen, das Blut fließt von der einen Herzseite zur anderen, merkt man das denn nicht als Betroffener durch schlechte Belastbarkeit zum Beispiel? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ja. Jetzt ist es so, unser Triathlon-Patient war maximal belastbar. Ja. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass da viele Liter pro Minute Blut übertreten würden, die nicht durch die Lunge fließen, wo sie hingehören. Das sind alles in allem dann doch relativ kleine Mengen. Und ein PFO zu haben, bedeutet bei weitem nicht, dass man nicht Hochleistungssportler sein kann. Okay, gut. Nun, also liegt er bei Ihnen auf dem Tisch. Und jetzt sagen Sie, gut, dieser Mann, bei dem sollten wir dieses PFO verschließen mit einem Flicken. Wie genau geht das? Ja, also wie gesagt, das ist eine spezielle Therapie, die Kardiologen durchführen. Und das ist etwas, was in der Hand eines geübten Kardiologen vielleicht mal eine gute halbe Stunde dauert. Und da wird eine große Vene in der Leiste punktiert. Und über diese
diese Leistenpunktion wird ein Katheter vorgeschoben. Mhm. Und dieser Katheter wird vom rechten Vorhof in den linken Vorhof durch diese Lücke hindurchgeschoben. Also minimalinvasiv. Minimalinvasiv. Genau, der Patient kriegt eine leichte Sedierung, aber keine Vollnarkose. Ja. 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 Und dann wird über diesen Katheter, ja. Ja. wird hier diese Konstruktion, dieser Nitinolflicken, also eine spezielle Legierung, die unglaublich formstabil ist. Und ich kann es jetzt gar nicht so weit auseinanderziehen, dass man sich so ganz richtig vorstellen kann. Aber das liegt ganz gestreckt in einem dünnen Katheter, ja. und wird dann langsam vorgeschoben. Und man schiebt diesen Katheter eben durch das Vorrahmenovale hindurch. Und dann wird zunächst mal dieser eine Flicken wird auf die linke Seite der Vorhofscheidewand gesetzt. Mhm. Und dann wird der Katheter etwas zurückgezogen und dann entwickelt sich hier der andere Flicken und dann ist sozusagen das Vorrahmenovale oder die Lücke, diese beiden Blätter, die sich nicht richtig verschlossen haben, die liegen hier zwischen diesen beiden Flicken und das hält dann das Loch zu. Mhm. Und es dauert dann so ein knappes halbes Jahr, bis die Herzinnenwand über diesen Nitinolflicken hinübergewachsen ist, sodass es also richtig einwächst. Und dann ist das Loch zu und es kann kein neuer Schlaganfall mehr auftreten. Was kann passieren während dieser OP? Also ich kann mir vorstellen, wir reden ja über Gerinnsel, wenn man diese OP macht, kann man dadurch auch ein Gerinnsel auslösen oder kann man da eins rüberschieben auf die andere Seite? Oder? Also es gibt keinen Eingriff am menschlichen Körper, der nicht potenziell mit Komplikationen einhergehen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass man so etwas nur da machen lässt, wo es häufig gemacht wird und wo viel Erfahrung besteht. Mhm. Und wenn diese Erfahrung vorhanden ist, wenn der Kardiologe, der das durchführt, das schon oft gemacht hat und das gut beherrscht, dann ist das Risiko insgesamt gering. Aber natürlich können Komplikationen auftreten und die beiden häufigsten Komplikationen, die sein können, ist, dass sich, bevor die Herzinnenwand hier über diesen Flicken hinweggewachsen ist, dass sich dort wiederum ein Blutgerinnsel bildet. Mhm. Und das kann rein theoretisch zu einem weiteren neuen Schlaganfall führen. Mhm. Dem begegnet man natürlich dadurch, dass man das Blut über 3 bis 6 Monate hinweg so verdünnt, dass das nicht geschieht. Das ist also eine potenzielle Komplikation, die aber gering ist. Eine andere Komplikation ist, dass natürlich dieser Flicken ein Fremdmaterial ist und jede Form des Fremdmaterials am Herzen kann Rhythmusstörungen auslösen. Das heißt, in seltenen Fällen kommt es zu Rhythmusstörungen, die in den allermeisten Fällen aber nur vorübergehender Art sind. Das heißt, die sind nach ein paar Tagen, spätestens nach wenigen Wochen sind die wieder verschwunden. Aber darüber muss man natürlich den Patienten aufklären. Es ist immer ein Abwägen gegen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient einen erneuten Schlaganfall erleidet und wie groß ist das Risiko dieses Eingriffes. Ist das der Grund dafür, dass Sie sagen, Sie machen das nicht bei jedem, sondern nur da, wo ansonsten die gesundheitlichen Voraussetzungen stimmen und das Vorrahmenovale eindeutig der Grund gewesen ist für den Schlaganfall? Genau. Also während der Kardiologe die Aufgabe hat, das fachgerecht anzubringen, diesen Flicken, ist unsere Aufgabe als Schlaganfallneurologen, dass wir den Patienten wirklich ganz genau durchleuchten und gut beraten. Mhm. Und ich würde bei einem 50-jährigen Patienten, also deutlich jünger als die 60, die wir so als Grenze sehen, bei einem 50-jährigen Patienten, der Diabetiker ist, der Raucher ist, der in den Ultraschalluntersuchungen schon eine schwere Verkalkung der Gefäße hat, diesem Patienten würde ich nie raten, sich so einen Flicken einbringen zu lassen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesem Patienten gar nicht das PFO die Schlaganfallursache ist, sondern dass er eben aufgrund der Verkalkung seiner Gefäße sich dort ein Blutgerinnsel gebildet hat und weggespült wurde, diese Wahrscheinlichkeit ist so groß, dass ich diesem Patienten nicht dazu raten würde. Mhm. Aber der kerngesunde, jünger als 60-jährige Patient, der all diese Risikofaktoren nicht hat und der eben auch in der Ultraschalluntersuchung, in der Kernspintomographie absolut gesunde Gefäße hat, bei dem Patienten würde man das eben, dem würde man das anraten. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne.
Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!